fürs Rad! Mehr Platz fürs Rad! Mehr Platz fürs Rad! Mehr Platz fürs Rad! Für eine klimafreundliche Verkehrspolitik in Hamburg! Mehr Platz fürs Rad! 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 Sehr viel Radverkehr, beziehungsweise es ist abzusehen, dass es sehr viel Radverkehr geben wird. Oder dann auch, nee, die ist da zu schmal und nee, wenn das eine Fahrradstraße wird, dann müssen wir die Durchfahrtssperre mit wegnehmen. Letztendlich ist es dann so gewesen, dass auf politischen Druck was passiert ist, aber Zeit geht ins Land und nichts passiert. Traurig, aber wahr. Also bitte, bitte, meine große Bitte an euch, geht wählen. Ich glaube, das war's. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Fahrradstadt werden. Aber Hamburg war schon mal Fahrradstadt. Wenn wir einige Jahrzehnte zurückblicken, bevor das Auto den Eroberungszug gemacht hat und bevor die Stadt beschlossen hat, Hamburg autogerecht umzubauen, war Hamburg Fahrradstadt. Damals fuhr der Großteil der Menschen mit dem Fahrrad und erst das Automobil und erst bestimmte Gesetze haben den Radverkehr systematisch zusammen mit den Fußgängerinnen und Fußgängern auf dem Bürgersteig verbannt. So wurde das Radfahren erst unattraktiv gemacht. Jetzt hat Hamburg sich also wieder auf die Fahnen geschrieben, Fahrradstadt zu werden. Also könnte man meinen, die Politik hätte eingesehen, dass das Umwandeln in der Metropole in eine autogerechte Stadt eine Fehlentscheidung war. Doch weit gefehlt. Wie man überall sieht, wird dem Radverkehr und auch dem Fußverkehr nur dort Platz eingeräumt, wo sowieso ein bisschen Platz über ist. Sobald es eng wird, wird wieder dem Autoverkehr der rote Teppich ausgerollt. Hauptsache, der Verkehr fließt. Leistungsfähigkeit. Wer ist denn der Verkehr? Ist der Verkehr derjenige, der mit dem möglichst größten Fahrzeug in die möglichst kleinste Straße reinfährt? Oder ist der Verkehr jeder Mensch, der von A nach B will? Sei es mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wer ist der Verkehr, sag ich euch? Wir alle. Wir sind der Verkehr. Wir. Es braucht nicht viel, um aus Hamburg wieder eine Fahrradstadt zu machen. Es braucht nur Willen. Und dieser Wille, der fehlt der Politik. Es würde reichen. Zwei Schilder würden in den Nebenstraßen reichen. Zwei Schilder an jedem Ende der Straße. Fahrradstraße, anwohnerfrei. Würde reichen, um aus jeder Nebenstraße, die jetzt für den Durchgangsverkehr missbraucht wird, eine ideale Radstrecke zu machen, auf der unsere Kinder friedlich Radfahren können, ohne von irgendwelchen Autos bedrängt zu werden. Ein bisschen Farbe würde reichen, um aus jeder mehrspurigen Straße eine Fahrspur für den Radverkehr abzuzwacken. Es würde reichen, es braucht nur Mut, es ist nicht teuer. Was zum Rückrücken wird für die Verkehrswende hier. Wir sind hier.
Wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. We're on set, not fired. Verkehrswende jetzt. We're on set, not fired. We're on set, not fired. Verkehrswende jetzt. Wir haben Kiosk fest!